Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Uranium, der Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal sind wir hier im Gefängnis stehen geblieben. Wir sind hinter schwedischen Gardinen. Denn als wir beim letzten Mal Silverport Town erreicht haben, genauer gesagt das Labor von Professor Laxlöhr, so hieß er glaube ich, da haben wir festgestellt, dass dieser liebe Professor Experimente an Pokémon feststellt. Das haben wir herausgefunden, indem wir ein Pokémon selbst befragt haben und dabei den Pokémon-Sprachübersetzer benutzt haben. Das ist dem Professor allerdings aufgefallen und er hat versucht, mit einer ganzen Menge Geld uns diesen abzukaufen. Aber da wir eben in Erfahrung gebracht haben, was er mit den Pokémon hier so anstellt, haben wir natürlich abgelehnt und sind gegangen. Aber kurze Zeit später haben uns irgendwelche Typen anscheinend zusammengeschlagen, bewusstlos geschlagen, uns all unsere Pokémon abgenommen, natürlich auch den Pokémon-Sprachübersetzer und haben uns hier eingesperrt. Und jetzt sind wir tatsächlich ohne Besitztümer, außer unseren Rucksack, den haben wir Gott sei Dank noch, aber unsere Pokémon wurden uns abgenommen. Und ich glaube nicht, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es mal in einem regulären Pokémon-Spiel es so eine Situation gab, wo der Protagonist tatsächlich ohne jedes Pokémon dastand. Abgesehen ganz von Anfang, bevor wir unser erstes Pokémon bekommen, das ist eine Ausnahme. Aber ansonsten mitten in der Story hat es das, glaube ich, so noch nie gegeben. Außerdem hat uns der Professor dann noch erzählt, dass er diesen Pokémon-Sprachübersetzer an irgendwelche Typen verkaufen will, damit er heftig Geld schaufeln kann. Kein sympathischer Zeitgenosse, aber irgendeiner hier aus diesem Labor, ich schätze mal, wir befinden uns unterhalb des Labors hier in diesem Gefängnis, irgendjemand in diesem Labor will uns helfen, denn er hat uns beim letzten Mal eine kleine Notiz dagelassen, eine geheime Notiz. You don't know who gave you this? It says that the password is 092. Okay, keine Ahnung, wofür das Passwort gut ist, sollten wir uns aber merken. Außerdem hat uns diese Person darauf aufmerksam gemacht, dass hinter unserem Bett dort ein Riss ist. Just like the note said, it seems hollow. Give it a thump. Das ging jetzt einfacher als gedacht. Die Wand schien wirklich sehr brüchig zu sein. Und vielleicht ist das der Weg nach draußen. Holy shit. Dich kennen wir doch. Das ist Zwiebelkopf. Golly! Golly, kid! Golly, kid! He seems to recognize you, ja? Kid! Golly, kid! Golly! Leider haben wir unseren Sprachübersetzer nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, Typ. Kid! He's pointing to the console on the other side of the room. Ah. Können wir da etwa das Passwort eingeben? ChangeLog Master Control. Enter Password. Okay, 092. Oh, und wir sind drin. Wir haben uns praktisch, ja, reingehackt kann man nicht sagen. Wir haben einfach nur das Passwort eingegeben. Dann lesen wir erstmal, bevor wir Garlykid befreien. Wir erinnern uns, wir haben ja Garlykid schon mal vor einiger Zeit gesehen, der selbsternannte Held und Beschützer der Pokémon, der uns nicht so sympathisch gegenüber ist, aber das könnte sich gleich ändern. Erstmal lesen wir ein paar Reporte durch. 21.01. Jahr unbekannt. Lesen wir uns das mal ein bisschen durch. Zeit, Time, 3 Hour 32. Progress is going well on Codename Null 92. The shell is made from radiation. Imperious Biofiber. It will be able to reconstruct itself if damaged. Okay, woran arbeiten die hier in diesem Pokémon-Labor genau? 4.2. Jahr unbekannt, 18.38 Uhr. The Power Core shipped from overseas. It will require a large amount of nuclear fuel to initialize. Once fully activated, it will be able to produce nearly limitless energy. Okay. Der 11.04. The MRE detected anomalous brainwave patterns.
The spaceman should be incapable of independent thought. We are working on a subpresent. Was zur Hölle machen die? Work on the interface was finalized today. Its operator will be able to assume full control of the spaceman. Our chief researcher, Dr. Unbekannt, has been granted clearance. Dr. Unbekannt, ist das... Das wird wahrscheinlich nicht Lörgslör sein, oder? Der uns gefangen genommen hat? Oder etwa doch? 28.07. There has been a breach of confidentiality. Henceforth, all reports shall be relocated to high-security underground servers. Project 092 may have to be terminated. Okay, irgendwas schien also schiefgegangen zu sein. Und schlussendlich am 8.8., etwas mehr als eine Woche später, Lab 2 and Codename 092 have been terminated. Ach du Scheiße. The radiation will keep the area isolated. Dr. has been lost as well. Project 092 has been put on indefinite suspension. Okay. Dieses Projekt 92. Ja, wir befreien dich doch schon. Aber da war ja noch was anderes, was wir lesen konnten. Achso, jetzt müssen wir es schon wieder neu eingeben. Archiv. 31.05. Bei Professor Larkspur. Project 092 is coming along nicely. I'm especially impressed with the work of Dr. The secrecy of this research is paramount and must not be compromised. Our parents were very clear on this. Our financiers will pull our funding if just a word escapes this lab, which is why even many of the technicians are being kept in the dark. No one must know of this. Not until codename 092 is ready anyway. Okay, die haben das also wirklich sehr, sehr geheim gehalten. Selbst die ganzen Techniker und alle, die irgendwie im Entferntesten damit zu tun hatten, wurden da im Dunkeln gelassen und die wussten eigentlich gar nicht, was sie genau da taten. 28.07. Wieder Professor Larkspur. I can't believe this. After months of laboring in top secrecy, some imbecile leaked data on Project 002. The Rangers came around today and demanded to search the lab. Of course, all related materials had since been moved to the island station, but there were still records. I fear that they may inform Interpol. I can't allow that to happen. It would ruin us. Our sponsors will have my head if they hear I allow this leak to happen. We have poured endless resources into C-092, but if Interpol gets involved, I may be forced to pull the plug. Okay, und der Professor hatte also wirklich die ganze Zeit Angst, dass die Informationen irgendwie durchsickern könnten zur Öffentlichkeit, weil sonst die Sponsoren seinen Kopf gefordert hätten, was auch immer das für Sponsoren genau waren. Aber wir haben ja schon mitbekommen beim letzten Mal, dass er wahrscheinlich diesen Sponsoren auch eine ganze Menge Geld schuldet. Oh, der Eintrag ist von diesem anderen Doktor höchstwahrscheinlich. Just now they informed me that they are aborting the 092 project. All my months of work and breakthroughs up in smoke and ash. And 092 itself? They will destroy it. I cannot allow that. We built the interface to suppress its mental activity. But it didn't, not completely. I can hear him sometimes. I think he can hear me too, and he knows what they are planning. He's afraid. I'm afraid too. What will become of both of us? Okay. Und schlussendlich der 30.8. Das wieder bei Professor Larkspur geschrieben. I remotely activated the termination sequence at Lab 02. It wasn't easy, but it had to be done. That damn Interpol officer got away, but he didn't find any evidence of the project, so they will have to close the case.
It was a shame about Doctor. She was starting to become a liability, though. She had grown too close to the specimen. It would have made it difficult to deliver to our sponsors. I will have to begin focusing energy into other projects. The research we did on the interface will be invaluable in our upcoming enhanced capture control project. Our sponsors will want that as well. We will recover and move onwards. Okay, das ist interessant. Dieses Projekt 092, da war also noch ein anderer Professor. Warum habe ich mich überhaupt ausgelockt? Ein weiblicher Professor noch dabei gewesen. Und an diesem Versuchsobjekt, ob es jetzt eine Person oder ein Pokémon war, konnte man da, glaube ich, jetzt nicht ganz genau rausschließen. Aber dieser weibliche Professor ist wahrscheinlich auf einer Gefühlsebene diesem Projekt zu nahe gekommen und deswegen hat sich Professor Larkspur oder die Sponsoren und oder die Sponsoren dazu entschieden, auch die Professorin wohl aus dem Weg zu räumen, Fragezeichen. Das hört sich zumindest sehr danach an. Dieses Projekt 92, was auch immer das genau ist. Jetzt werden wir aber erstmal die Tür natürlich öffnen für Garlikid. Ich hoffe, der ist uns nicht feindlich gesinnt, ich denke aber eher nicht. Garlikid! Garligarkid! Wir sind ja größer als das Pokémon. Kid Garli! Kid Garlikid! It seems like he's sorry about the last time you fought. He's grateful that you rescued him and seems to want to come along. Ja! Wie cool ist das denn? Garlikid joined your party! Wie cool ist das denn? Und er läuft uns hinterher. Wie cool ist das denn? Die Tür ist übrigens immer noch zu. Wie hast du die Tür jetzt geöffnet? Ich habe keine Ahnung. Aber hey, wir haben ein Pokémon. Auf Level 50. Holy shit. Hallo, Garlikid. Halb Mensch, halb Pokémon, halb Zwiebelkopf. Und irgendwie bin ich gerade aus dem Spiel getappt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja, was war das denn jetzt? Das war gerade etwas merkwürdig. Auf jeden Fall, willkommen Garlikid von Typ Gras und Kampf. Ich muss mal kurz überlegen, das ist eine relativ bescheidene Typenkombination. Denn die ganzen Pflanzenschwächen werden durch den Kampftypen nicht neutralisiert und umgekehrt genauso wenig. Die Kampfschwächen werden durch den Pflanzentyp auch nicht neutralisiert. Was wiederum bedeutet, dass Garlikid, glaube ich, satte 8 Schwächen hat. Darunter sogar eine doppelte Flugschwäche. Okay, aber gucken wir mal auf sein Wesen. Lex Nature. Physische Defensive geht nach oben, spezielle Defensive geht nach unten. Okay, die beiden Defensivwerte sind sowieso nicht seine besten Werte. Im physischen Angriff ist er ein bisschen besser. Und vor allem, was die Geschwindigkeit angeht, ist er sehr stark. Und hat die Ability Justified. Raises Attack when hit by a Dark-Type Move. Okay, wenn Garlikid von einer Unlichtattacke getroffen wird, steigt also sein Angriff. Interessant. Und es hat mal gar nicht so schlechte Attacken. Nämlich den Drain Punch, das ist der Ableithieb. Ableithieb. Match Punch. Swinnen to strike first. Ach, das ist. Oh, mir fällt gerade der deutsche Name der Attacke nicht ein, Match Punch. Hat auf jeden Fall erhöhte Priorität. Das ist mal ganz cool. Dann hat er noch den Gigasauger, eine spezielle Attacke und den Egelsamen. Also mit Gigasauger und auch den Ableithieb, als auch mit dem Egelsamen, können wir uns wieder regenerieren. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Level 50. Aber dieses Design. Halb Mensch, halb Pokémon, halb Zwiebelkopf. Irgendwie mag ich das Design trotzdem von Garlikid. Okay, und er vertraut uns jetzt auf jeden Fall, nachdem wir ihn befreit haben. Und wird uns hoffentlich hier durch das Labor begleiten. It's locked from the outside. It won't budge. No matter how hard you try. Garli! He seems disappointed. Müssen wir das Ding erstmal wieder aufschließen, oder was? Okay, jetzt müssen wir. Warum müssen wir jedes Mal das Passwort wieder neu eingeben? Okay, die Türen können wir jetzt nicht nochmal auf. Oder können wir hier wieder zurück?
Ah, okay, wir können vielleicht durch unsere Zelle durch. Kid, Golly Kid! It looks like he's trying to pry the bars apart. Gah! Kid! Wow, he's a lot stronger than he looks. Holy shit. Gute Arbeit, Golly Kid. Pass mir da durch. Jo, okay, das sah jetzt physikalisch nicht ganz korrekt aus, aber okay. Wir sind durch, aber jetzt müssen wir natürlich auch versuchen, hier irgendwie ungemerkt, wenn möglich, durchzukommen. So viel zum Thema ungemerkt. Hey du bist uns bestimmt auch freundlich gesinnt, oder? Oder auch nicht. Hey you, what are you doing out of your cell? And what is it? A thing you've got with you. Das weiß ich leider auch nicht so ganz genau. Wie vorhin schon gesagt, bisschen Mensch, bisschen Pokémon und irgendwie ein halber Zwiebelkopf. Okay, wir müssen sogar mit Golly Kid kämpfen. Wie cool ist das denn? Okay, wir haben auch keine andere Wahl momentan. Gegen ein Tenskwirr, das natürlich eine vierfache Schwäche gegen Kampfattacken hat. Und deswegen machen wir erstmal den Mudge Punch. Vielleicht reicht er sogar schon aus. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Es reicht sogar aus. Wunderbar. Tschüss, Tenskoa. Ich hoffe mal, dass die Trainer hier... Er hat auf jeden Fall nur zwei Pokémon. Dass die Trainer hier... Ich denke, das wird auch so eingerichtet sein. Dass wir nicht gegen Pokémon kämpfen, gegen die Golly Kid gegenüber schwach ist. Sonst hätten wir möglicherweise bald hier ein Problem. Gegen Gargryph, wenn wir mal speziell angreifen... Mit dem Gigasauger sollte ausreichen, es reicht aus. Denn die physische Verteidigung von Gargryph ist deutlich, deutlich stärker. Und der spezielle Angriff von Golly Kid wiederum ist ja nicht so viel schwächer, wie wir vorhin gesehen haben, als der physische. So, und er schenkt uns sogar noch ein bisschen Geld. Ah, Boss won't like hearing about this. Oh, der wird gleich einiges zu hören bekommen, mein lieber Freund. Setzen wir uns erstmal auf die Bank und ruhen uns aus. So, genug, weiter geht's. Und natürlich wurden wir sofort bemerkt. Ach, und guck mal, meine Vermutung war richtig, dass anscheinend die Zelle, der Keller, direkt unter diesem Pokémon-Labor war. Ist das noch nie jemandem aufgefallen hier? What the hell? It's a kid and the Pokémon. How will they get loose? Hau ihn. Ins Gesicht, Golly Kid. Wir haben einen neuen Verbündeten. Einen unverhofften Verbündeten. Nämlich Golly Kid. Wir haben nicht mal einen Pokéball. Warum kommt er aus dem Pokéball rausgeflogen? Ist auch egal. Hallo, Garurul. Du kriegst erstmal einen Mudge Punch ab, denke ich. Und danach werden wir zum Ableitieb greifen. Ja, wobei der Ableitieb hätte vielleicht sogar fast ausgereicht. Naja. Oh, er paralysiert uns. Das ist erstmal weniger schön. Was passiert jetzt übrigens, oder eigentlich, wenn wir jetzt verlieren? Das ist aus Nuzlocke-Sicht jetzt eine interessante Frage. Golly Kid ist ja jetzt so gesehen eigentlich ein festes Teammitglied, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn Golly Kid verliert, werden wir in Ohnmacht fallen. Und wahrscheinlich müssen wir vom letzten Spielstand laden, nehme ich an, oder? Aber was passiert aus Nuzlocke-Sicht? Golly Kid ist ja eigentlich nicht unser Pokémon. Naja, machen wir uns keine Gedanken drum, denn ich glaube nicht, dass Golly Kid hier in diesen Kampf draufgehen wird. Ich würde trotzdem gerne die Paralyse eben heilen, am besten mit einer frischen Kokosnussmilch. Das erfrischt und heilt alle Zustandsveränderung. Steinhagel gegen ein Kampf-Pokémon. Nicht so clever, liebes Gulgen. Dafür bekommst du erstmal einen Drain Punch, den Ableitieb ins Gesicht oder auf die Hörner. Oder wo auch immer hin. Denn dadurch können wir uns gleichzeitig auch wieder voll heilen. Sehr, sehr schön. Aber finde ich gut, dass die Gegner bis dato zufälligerweise Stahl- und Unlicht-Pokémon dabei hatten. Das passt schon. Damn. Oh, es ist Pokémon so strong. Und wo ist der Professor? Ist das ein Pokédex? You got your Pokédex back and Pokéballs back. Hooray! Aber Moment, wir hatten schon vorher unseren Pokédex und unseren Rucksack. Aber jetzt haben wir, denke ich, auch unsere Pokémon. Ja, unsere Pokémon.
sind wieder am Start. Was wiederum aber bedeutet, Kalligit, schau mir in die Augen. Wir müssen jetzt Abschied nehmen. Kid, Kalligit. He wants to help you find a way out of this place. Achso, wir sind noch gar nicht fertig hier. Alles klar, dann helf uns mal. Ich dachte, hier wäre schon der Ausgang. Oh, nee, hier ist jetzt der Ausgang. Und da ist er doch schon, der Professor. Stop! Right there! All my research, all the notes my assistants took on the Pokémon Speech Translator. That thing destroys them all! Völlig zu Recht, du Arsch. But, as long as I still have this, it doesn't matter. The PST, this will bring me a brand new future. I'm tired of treating you nicely just because you are a kid. This time, I will have no mercy. My Pokémon will destroy you and that meddling monstrosity. Oh. Und wir müssen kämpfen. Gegen Professor Larkspur. Und die Musik. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Level 44, Tenskrö. Wie viele Pokémon hat er? 5. Okay, das könnte heftig werden. Aber warum zur Hölle muss es in jeder Serie, in jedem Videospiel immer einen verrückten Professor geben? Warum? Okay, man sagt ja so schön, zwischen Genie und Wahnsinn ist nur eine, herrscht nur eine sehr kleine Kluft. Und das bewahrheitet sich sehr, sehr häufig, zumindest im Videospielen. Ich denke, Shinya, das hier ist übrigens, glaube ich, Shinyas erster Kampf von unserem Inflate Star. Eine Attacke von Tenskrö sollte auf jeden Fall überleben. Wir bleiben mal drin und greifen zum Flame Impact. Das sollte auch schon gut Schaden machen. Reicht sogar für einen One-Hit. Erste gute Aktion, Shinya. Lachabra. Oder Luchabra. Ein Verwandter von Abra eventuell. Lachabra. Auf jeden Fall ist das diese Weiterentwicklung von dem Gift. Geistviech, das ja auch unser Rivale Theo im Team hat. Und ich glaube, es verfügt über einen guten physischen Angriff. Da will ich nichts riskieren, da werde ich auf jeden Fall wechseln. Und ich glaube, Happy ist hier tatsächlich mit Abstand die beste Wahl. Es sei denn, er kann Kampfattacken, was ich gerade nicht weiß. Poison Jab, okay, das hat natürlich erstmal keine Wirkung auf Happy. Aber ich meine mich zu erinnern, dass er auch Kampfattacken beherrschen kann. Das Blöde ist, wir haben nichts, was ihm effektiv trifft. Wir greifen mal zum Eisenschweif. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht. Oh, Alter. Der hat Power Punch gemacht. Und ausgerechnet in dem Moment muss der Eisenschweif dann verfehlen. Oh, holy shit. Also, ich hatte es richtig in Erinnerung. Der kann Kampfattacken. Und er wird definitiv gleich wieder Power Punch machen. Was wiederum bedeutet, dass jemand von uns auf jeden Fall getroffen wird. Alter, wir müssen wechseln zu Wien. Als ich das Pokémon aus dem Pokéball rauskommen sah, hatte ich schon eine Befürchtung und die hat sich jetzt bewahrheitet. Focus Punch kommt erneut. Boah, obwohl sein Angriff gesenkt wurde, macht das immer noch höllisch Schaden. Gut, aber jetzt sind wir im Rennen, denke ich. Ein Biss sollte sehr effektiv sein. So, jetzt kann der Fokusstoß ruhig machen. Wenn wir zum Angriff... It's not very effective.
Moment mal, welche Typenkombination hast du? Oder bist du ein Giftkampf-Pokémon? Das könnte durchaus sein. Aber okay, wenn die KI jetzt ein bisschen verkackt und die ganze Zeit zum Power Punch greift, sollte uns das relativ egal sein, solange wir mit unseren Angriffen treffen. Aqua Tail, diesmal macht er was anderes. Poison Jab. Und der vergiftet uns. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Eiszahn, wir müssen ihn erstmal ausschalten. Und dann müssen wir Garados definitiv auswechseln. So, Erfahrungspunkte werden schön geteilt. Ich glaube, wir sind sogar schwer vergiftet, kann das sein? Ach du Scheiße, Videocard. Ein Gegner, dem ich sehr, sehr ungerne gegenüberstehe. Aber Arbok sollte hier eigentlich eine gute Wahl sein. Ich wüsste nicht, was Vilukat großartig machen sollte gegen Arbok. Blutsauger. What? Das war nicht der Blutsauger. Alter, hat das Schaden gemacht. So viel zum Thema, er sollte gegen Arbok nicht zu viel machen können. Was ist Drain Life noch für eine Attacke? Also Blutsauger kann es ja nicht sein. Eine Feenattacke kann es auch nicht sein. Eine Pflanzenattacke ebenfalls nicht. Was ist das noch für eine Attacke gewesen? Da ich weiß, dass er definitiv Giftattacken drauf hat, kann ich nicht zu Kirito wechseln. Genauso wenig zu Kyubey. Oh fuck. Ich muss irgendwie Happy heilen. Ich glaube, ich werde jetzt zu Shinya wechseln. Und hoffen, dass er zwei Angriffe übersteht. Beziehungsweise ein Angriff von Shinya sollte eigentlich auch ausreichen, um ihm auszunocken. Machen wir das so. Level 46. Drain Life, was ist das für eine Attacke? Eine Attacke sollte Shinya aber noch überstehen. Wobei ich nicht glaube, dass Vilukat hat nicht die besten Verteidigungswerte, dass Vilukat einen Flame Impact überleben sollte. Ich glaube, ich muss das riskieren. Schneller sind wir auf jeden Fall. Volltreffer. Meine Herren. Okay, das war jetzt vielleicht der Ausgleich zum Eisenschweif, der vorhin daneben ging. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob das ohne Volltreffer ausgereicht hätte. Graffiti. Was ein geiler Name. Die Weiterentwicklung von dieser kleinen Unlichtratte. Von dem Viech weiß ich nicht so viel. Vor allem weiß ich nicht, was es drauf hat. Wir werden mal zu Kirito wechseln. Knock-off, Abschlag. Nicht sehr effektiv, aber uns wurde das Münzamulett weggeschlagen. Okay, damit kann ich, denke ich, noch leben. Ich denke mal, wir sollten schneller sein. Wir greifen zum Draining Kiss. Reicht das aus? Oh, nicht ganz. Aber wir können uns auf jeden Fall wieder gegenheilen, sollte er uns Schaden zufügen. Crunch, der Knirscher. Ja, das macht bei Felinara, bei Kirito jetzt nicht so viel. Das können wir auch problemlos wieder gegenheilen. Okay, es sieht aktuell so aus, als hätten wir die schlimmsten Gegner schon überstanden. Es sei denn, jetzt packt er noch das Ass aus. Sein Ass im Ärmel, was wird es sein? Wie abgrundtief hässlich bist denn du? Shenite. Oder Shenite. Auf jeden Fall in Verbindung mit Chain Kette.
wahrscheinlich anzusiedeln. Die Weiterentwicklung von dem Viech, was wir auch schon gesehen haben. Nur, dass es noch ein bisschen hässlicher und noch deprimierender aussieht. Und es sollte eigentlich immer noch den Geisttypen haben. Und wir haben den sehr effektiven Shadow Ball. Er greift zum Shadow Sneak, zum Schattenstoß. Oh. Der Shadow Ball, der Spukball, war nur neutral effektiv. Er hat also definitiv noch einen Zweittypen drin, der Geistattacken resistiert. Das könnte natürlich der Unlichttyp sein. Was wiederum bedeuten würde, dass Draining Kiss dann sehr effektiv sein müsste. Wieder der Schattenstoß. Den werden wir auf jeden Fall locker überleben. Ja, und Draining Kiss ist sehr effektiv. Und da wir seine Spezialverteidigung vorhin gesenkt haben, war es relativ sicher, dass er das nicht übersteht. Und damit haben wir Professor Larkspur irgendwie bezwingen können. Was ist mit der Musik? Das ist die Musik, als hätten wir jetzt einen Arenaleiter besiegt. No! 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 This can't be happening. How could I be so humiliated by a child and a mere creature? I have to flee. They are going to come after me if I don't. Fine, just take this stupid thing. I never want to see the speech translator or these labs ever again. I'm fleeing the region. Perhaps, maybe Team Rocket will hire me. What? Also waren die Typen, die uns beim letzten Mal aufgelauert haben, waren die tatsächlich von Team Rocket? What the fuck? Golly! Killer use the PST. Ja, jetzt können wir ihn auch endlich übersetzen. You can understand me now. We sure kicked those bad humans' butts, didn't we? Good human? Haha. I heard the cries of the Pokémon that they were keeping prisoner. And I, Garlicket, destined liberator of all Pokémon that are enslaved, tried to free them. But somehow I got caught myself. But you came and you set me free. So that I owe you my life. We are bounded now. I have decided. You are a good human. I know that you are not like those others. I want to travel with you. Yeah. Together we will defeat many more foes and vanquish evil wherever it dares to lurk. Und damit bekommen wir Garlicket. Holy shit. Would you like to give a nickname to Garlicket? Ja. Würde ich gerne. Und mir fällt der Name nicht ein, beziehungsweise ich weiß den Namen nicht. Ich kenne zwar den Anime One Punch Man, allerdings weiß ich nicht, wie der Hauptcharakter von dieser Serie heißt. Und deswegen, das ist mir gerade ganz spontan in den Sinn gekommen. Nennen wir ihn... Alter, was ist mit der Tastatur los? One Punch Man. Hallo? Achso, oh, ich kann gar nicht weiter schreiben. Okay, dann müssen wir das ohne Leerzeilen machen. One Punch Man, hallo. Irgendwie ist die Steuerung mit der Tastatur manchmal etwas hakelig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert und ihn irgendwie falsch geschrieben. Aber ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Der One Punch Man, willkommen im Team, der erstmal zu Twitch PC übertragen wurde. Und in Box Nummer 2. Gelagert wurde. Und damit sind wir raus aus dem Labor. Allegations of misconduct by order of the Tendo Rangers. Ah, okay. Wir können hier gar nicht mehr rein. Irgendjemand hat also... Oh, jemand ist von uns ist noch vergiftet. Garados, aber das sollten wir bis zum nächsten Pokémon Center schaffen. Okay, wir haben also die Machenschaften, die bösen Machenschaften von Professor Larkspur durchgekreuzt. So, und ich habe jetzt keine Lust, dass Garados irgendwie noch doch an dem Gift stirbt. Nee, aber da ist das Pokémon Center schon. Das haben wir gerade noch so rechtzeitig geschafft. Okay, liebe Freunde, und ich denke, das ist dann auch wieder ein ganz guter Zeitpunkt für den nächsten
Schnitt. Wir können uns nochmal ganz kurz... Wobei, Gallikit haben wir ja gerade schon uns angeschaut. Egal, wir tun es nochmal, um sicher zu gehen, ob er wirklich... dass er wirklich auf der Bank transferiert wurde. Und da haben wir ihn. Den One Punch Man. Auf Level 50. Den könnten wir natürlich theoretisch... könnten theoretisch ihn ins Team nehmen, aber nee. Ich will erstmal mit unserem aktuellen Team noch ein bisschen weiterkämpfen. Und stimmt, wir haben unser anderen Neuzugang Vegeta noch gar nicht angeschaut. Nein, moven möchte ich ihn nicht. Nur ganz kurz im Überblick mir anschauen. Vegeta haben wir im... war doch im letzten Part, ne? Ich meine, oder im vorletzten? Im vorletzten Part. Im letzten Part wurden wir ja gefangen genommen. Heute ist uns die Flucht gelungen. Wir schauen mal ganz kurz auf das Wesen, das leider ein ruhiges Wesen ist. Eins der beschissensten Wesen, die es hätte bekommen können. Denn die Geschwindigkeit geht nach unten und der spezielle Angriff, der eigentlich schwächste Wert, geht nach oben. Hätte uns besser treffen können. Hat die Fähigkeit Strong Jaw. The Pokémon Strong Jaw gives it tremendous biting power. Da fällt mir der deutsche Name nicht. Doch, Titankiefer müsste der deutsche Name sein. Das verstärkt nämlich Attacken mit denen Tapjor mit den Zähnen angreift, die zum Beispiel Eiszahn, Knirscher und ähnliche Attacken, also alle Attacken, die mit Zähnen zu tun haben, die werden dadurch verstärkt. Wasserdüse, Eiszahn, Angeberei und Gegenstoß hat es momentan. Für den späteren Verlauf bestimmt mal irgendwann eine sehr gute Option. So, für heute sollte es das dann aber jetzt endlich gewesen sein. Uns ist die Flucht aus dem Gefängnis also gelungen, dank der Mithilfe von Gallikit. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Und Gallikit hat sich also entschlossen, uns jetzt ab sofort zu begleiten. Dann wären wir hier in Silverport Town, denke ich, jetzt auch endlich fertig. I don't like the look of the researcher at the Pokémon Lab, Professor Larkspur. He seems shifty. Das hätte ich dir auch schon vorher erzählen können. Aber gut, wir haben es geschafft. Professor Larkspur ist irgendwo hingeflohen und hofft jetzt irgendwie von Team Rocket angeheuert zu werden. Aber okay, ich bin mir relativ sicher, dass wir den so schnell nicht wiedersehen. Der ist längst über alle Berge. Und so können wir beim nächsten Mal unsere Reise dann fortsetzen bei Let's Play Pokémon Uranium, der Nuzlocke Challenge. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Part. Und beim nächsten Mal geht's dann genau an dieser Stelle weiter Richtung Osten, Richtung 7. Pokémon Arena. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.